Ja, für mich leider eine unverständliche Maßnahme. Die Gewerkschaft Verdi hat hier deutlich überzogen mit ihren Forderungen. Wir hatten jetzt hier die Möglichkeit, nachdem ja monatelang pandemiebedingt die Geschäfte geschlossen waren, wieder für unsere Händler eine Perspektive zu zeigen, wieder auch die Menschen in die Stadt zu locken, auch von außerhalb, und ein klares Signal zu senden, das Leben kehrt zurück nach Düren. Es ist einfach unverantwortlich, dann so kurzfristig eine Klage einzureichen, ohne jede Möglichkeit für die Stadt Düren, für den Veranstalter, für die IG City da noch zu reagieren. Hier ist eindeutig klar, dass es darum ging, ein Machtspielchen durchzuführen und nicht im Sinne der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Arbeitnehmerrechte durchgesetzt werden sollten. Also traurig, dass es so gekommen ist. Mir fehlt das Verständnis. Ja, für mich total enttäuschend, auch ein Stück weit nicht nachvollziehbar, weil wir haben jetzt durch die Corona-Geschichte seit letztem Jahr so viel Einbußen erleben müssen. Wir haben 4 Monate geschlossen gehabt. Das Konsumverhalten hat sich schon verändert und für uns wäre der Sonntag wirklich mal eine Möglichkeit gewesen, uns nochmal darzustellen, andere Kunden anzusprechen und auch nochmal Umsätze zu generieren, um einfach den Forterhalt des Geschäftes irgendwo auch sicherzustellen. Wir kämpfen eigentlich täglich mit schwindenden Umsätzen. Und so ein Sonntag, wir haben uns alle gefreut, wir haben die Mitarbeiter eingeteilt, alle haben Lust gehabt auf den Sonntag. Und das ist natürlich total enttäuschend jetzt. Ja, es ist schade, dass die Situation jetzt so ist, dass eine Gewerkschaft Verdi ein Stadtfest zu Fall bringt, ja, den verkaufsoffenen Sonntag zu Fall bringt. Das gehört seit Jahrzehnten dazu. Es ist ein Fest der Einzelhändler und man muss mal überlegen, dass man mit dieser Aktion die Arbeitsplätze langfristig nicht unterstützt. Man wird die damit vernichten, denn jeder Einzelhändler ist wirklich froh, wenn er einen Tag nach dieser Pandemie öffnen kann, mehr öffnen kann, sodass auch dann dadurch die Arbeitsplätze gesichert werden. Und ich kann das absolut nicht verstehen. Ich vertrete den Mittelstand und ich weiß also nicht, wie eine Gewerkschaft auf solch eine Idee kommen kann. Nach dieser schlechten Zeit, die wir alle durchgemacht haben, alle Menschen freuen sich, in die Stadt zu gehen, einzukaufen, und jetzt wird so etwas über einen Gerichtsbeschluss boykottiert. Mir ist die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichtes in Münster unverständlich und die Klage ist mir erst recht unverständlich der Gewerkschaft. Offensichtlich geht es gar nicht mehr darum, Arbeitnehmerinteressen zu vertreten, sondern irgendwelche Ideologien zu verbreiten und vielleicht damit einer rot-rot-grünen Mehrheit Vorschub zu leisten. Die Einzelhändler und auch die Mitarbeiter hätten diesen Sonntag dringend gebraucht und verdient, um nach der schwierigen Corona-Zeit mal wieder hoffentlich gute Geschäfte machen zu können. Vielen Dank. Und Sie haben Verdi angeschrieben. Ich habe Verdi angeschrieben, ja. Die Bezirksgeschäftsführerin war nicht zu erreichen und hat gebeten, die Mail an ihren Stellvertreter weiterzuleiten. Bei der Weiterleitung an den Stellvertreter habe ich dann erfahren, dass dieser bis zum 11.10. im Urlaub ist und Mails nicht bearbeitet werden. Tja, in Institutionen, in denen so gearbeitet wird, braucht man sich natürlich nicht wundern.